Zumal, was auch schön ist, ich kann halt einfach die Aufnahme starten, gleichzeitig hier auf mein Mikrofon drücken. Es fängt wirklich komplett synchron an. Es ist nichts irgendwie verschoben. Es leckt nicht. Es hängt nicht hinterher. Es fängt nicht später an. Es fängt nicht früher an. Optimal. Ich drücke hier auf meinen Hotkey-Button. Ich drücke auf meinen Aufnahme-Button und gleichzeitig fängt das hier an zu laufen. Ich kann anfangen quatschen. Und das Spiel wird aufgenommen. Und das ist einfach alles so, wie es eigentlich sein soll. Was will man mehr als Let's Player? Was willst du mehr? So, jetzt werde ich mir das mal ganz kurz umparken hier. Damit ich dann immer wieder zwischen Schaufel und Spitzhacke rumswitchen kann. Doch die Elemente ein bisschen wechseln. So. Na komm. Ja, also so flüssig Let's Play habe ich, glaube ich, seit der ersten Folge nicht mehr. Das läuft einfach nur gnadenlos perfekt. Besser geht's nicht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich werde da jetzt die nächsten 20, 50 Folgen davon schwärmen, wie geil dieses Aufnahmeprogramm ist und wie flüssig Minecraft plötzlich läuft und wie viel Spaß mir es plötzlich macht, wo ich hätte vor uns eigentlich schon wieder zwischendurch alles an die Wand fahren können. Also ich war sowas von stinkend wütend, weil es hat nichts mehr geklappt. Gar nichts mehr. Als ich zwischendurch der Rechner verabschiedet, weißt du, ist noch hier halb abgekackt hier. Es ging plötzlich null. Ja. Dann wie gesagt mit diesem Download hier. Oh, nee. Will und mag ich nicht mehr haben. In naher Zukunft, ganz ehrlich. So, jetzt müssten wir das hier vielleicht noch durch Sand ersetzen, wenn wir gut sind. Damit das hier nicht so dämlich aussieht. Und dann haben wir eigentlich eine klare Linie und können bis hier vor unseren Zuckerrohr anpflanzen. So, wie gesagt, das wird jetzt hier noch angepasst. Ja. Würde ich mal sagen, könnten wir eigentlich hier auch sogar einen Absatz auf beiden Seiten machen, der dann genau bis hier rangeht. So. So, da kommt er mal zu mir hier. Und dann haben wir das. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Cobblestone ich zufällig dabei habe. Weil dann könnte ich nämlich das hier unten drunter auch gleich noch mit korrigieren. Damit das nicht so ungleich aussieht dann. Dann würde ich nämlich hier den Cobblestone reinpflanzen, so wie es weiter vorne auch schon ist. Und das müsste eigentlich relativ gut aufgehen. So, dann machen wir das nämlich auf der Seite genauso nochmal mit der Begradigung und dann passt das schon. Die Fackel muss eigentlich nicht unbedingt sein hier. So. Ja, ja, ja. Oh, Strömung, Strömung. Bleib hier. Schwimmen. Okay. Dann noch den hier unten drunter raus. Und den durch Kobbel ersetzen. Und dann macht das hier alles schon viel mehr Sinn. Okay. So, mit der Einfackel, was machen wir damit jetzt? Keine Ahnung. Würde ich mal hier vorne mit dran setzen, an die Ecke vom Hafen. Passt, glaube ich, besser. Und jedes Mal schlottert es mich noch ein bisschen, weil ich nach oben gucke, wo sonst immer das Aufnahmefenster der Bandicam war und da nichts von Aufnahme steht. Aber ist klar, gibt es ja nicht mehr bei OBS. Das gibt es nicht mehr. So, ein bisschen Sand hier trotzdem noch aufschütten bis davor an die Kante. Das würde ich jetzt noch tun. Dass wir dann den... das Zuckerrohr bis zum Schiff ungefähr machen können. Ist natürlich tief hier, ist klar. Aber
Ich wollte gerade sagen, nee, das können wir ruhig so lassen, weil sonst sieht das mit der Treppe dann wieder beschränkt aus, wenn wir jetzt eins höher gehen hier. Oder eins wegnehmen. Nee, das ist schon okay. Da müssen wir halt ein bisschen Sand reinschmeißen wieder. Wir haben jetzt erstmal genug dabei. Und Sand wird uns auch niemals ausgehen, wenn ich nur an da drüben denke. So, wie gesagt, es dauert jetzt ein bisschen hier, ehe das alles aufgeschüttet hat. Weil das Wasser ja doch an der Stelle ganz schön tief ist. Aber wir nehmen uns einfach noch ein bisschen was raus und dann passt das alles wunderbar. Glücklicher kann ich gerade nicht sein. Einfach nur, weil es funktioniert, weil alles wieder läuft, weil alles flüssig ist, nichts mehr ruckelt, nichts mehr asynchron ist. Tausendmal gesagt und könnt es immer wieder wiederholen. So, bis hierher. Mensch, ist das tief da. So. Jetzt könnte man zwar hier die Hafenkante auch noch anpassen, aber ich denke, das lasse ich erstmal so, wie es ist. Und pflanze jetzt hier mal ganz stolz meine Zuckerrohr an. Einmal die Runde rum. Wo wir jetzt so unseren schönen Hafen angepasst haben. Da geht das idealerweise ganz perfekt. Weil es muss halt immer der Wasserblock direkt daneben sein. Und das muss auch, glaube ich, auf dem gleichen Level sein. Also wenn ich jetzt hier eins höher bin, kann ich jetzt hier nämlich keinen Zuckerrohr mehr drauf machen. So ist es. Gut, machen wir das mal. Da kann nämlich hier komplett ringsrum Zuckerrohr wachsen und da sieht das Ganze nämlich auch gleich ein bisschen geschützter aus. Nicht wundern, das hier geht auch nicht, also es muss wirklich direkt daneben liegen. Hier kann ich nichts draufpacken auf die Ecken. Ah ja, glaube ich schon mal erklärt. So. Ja, und da wächst ja immer drei Blöcke hoch, genau wie die Kakteen. Und dann sieht hier der ganze Hafen nämlich ein bisschen abgetrennt erstmal vom Meer aus. Wie gesagt, genauso wie ich die Hecken gepflanzt habe, will ich das jetzt hier halt mit dem Zuckerrohr so haben. Dann wirkt das alles so ein kleines bisschen geschützt hier vom Ozean. Und das Bötchen hier, das können wir uns jetzt gerne mal mitnehmen und hier vorne in unsere kleine Bucht mit reinlegen. Da haben wir nämlich dann von hier aus auch noch gleich mal ein bequemes Fortbewegungsmittel. Solange wie wir das, wie gesagt, die Tintenfische hier nicht wegschubsen. So, Endstation, Endstation. Den restlichen Zuckerrohr, den schaffen wir wieder hier in das Lagerhäuschen rein. Ist jetzt nicht so viel, aber hey. So, und ansonsten läuft's, würde ich sagen, es läuft. Jetzt muss ich mal überlegen, habe ich überhaupt noch eine Truhe, wo Cobblestone reinpasst? Ja, na klar, wir hatten ja letztens genug verbaut auf dem Weg ins Gebirge und da würde ich vielleicht auch noch ein bisschen dran rumschustern heute noch. Boah. Erstmal den Sand hier rein und hier den Sandstein und den Tintenbeutel, den bringe ich mal darüber zum Farbstoff. Hier ist nämlich noch Platz dafür. Ja, und wenn wir jetzt noch ein paar Schaufeln und ein paar Äxte brauchen wir vielleicht auch noch, die ein oder andere, falls da Bäume uns in den Weg stellen. Die ein oder andere Schaufel und natürlich auch noch die ein oder andere Spitzhacke. Dann könnten wir nämlich jetzt mal sagen, wir machen noch eine kleine Gebirgstour, indem wir da einfach unsere Straße weiterbauen. Das machen wir. So Sachen wie Fahrt überspringen kann ich jetzt nicht machen, weil ich noch kein Hotkey für Pause gefunden habe. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht. Aber ich rodel jetzt einfach mal dahinter. Das ist ja Gott sei Dank nicht so weit. Und dann können wir noch ein bisschen an unserer Gebirgsstraße rumfeilschen. Ja, und dann ist erstmal gut für heute. Es ist mittlerweile 3 Uhr. Oh. Ja, das war so nicht geplant.
noch.